Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zum 18. Adventskalendertürchen. In meinem Kalender hatte ich heute dieses kleine Bärchen mit Geschenk aus Schokolade. Wie im gestrigen Video bereits angekündigt, habe ich heute eine Rezension für euch vorbereitet. Nämlich Alexander Oetker, Retour. Luke Verlains erster Fall. Das Buch habe ich mir erst neulich gekauft, als mich die liebe Claudia mal hier in Deckendorf wieder besucht hat. Und das war ein absoluter Glücksgriff, dieses Buch. Ein Krimi genau nach meinem Geschmack. Luke hat als Leiter der zweiten Pariser Mordkommission eine gute Karriere hingelegt. Doch da es seinem Vater gesundheitlich sehr schlecht geht, beschließt er sich, in seinen Geburtsort an der Atlantikküste in der Nähe von Bordeaux zurückversetzen zu lassen. Er hofft dort auf eine ruhige Karriere, aber weit gefehlt, denn schon kurz nach seiner Ankunft geschieht ein Mord. Am Strand wird ein junges Mädchen tot aufgefunden. Sie wurde offenbar brutal erschlagen. Einer der neuen Kollegen von Luke ist schnell überzeugt davon, dass ein junger Algerier hinter der Tat steckt. Denn der junge Mann war sehr unglücklich in das Mädchen verliebt. Er lässt den Verdächtigen dann auch gleich in einer spektakulären Aktion verhaften. Doch Luke ist der Meinung, dass es sich der Kollege dazu einfach macht. Denn er glaubt nicht an die Schuld des Algeriers und nimmt Selbstermittlungen auf. Diese führen ihn unter anderem zurück in seine ehemalige Heimat Paris. Und dort zu einer sehr angesehenen Familie. Er findet aber auch heraus, dass viele Jungs an der Atlantikküste in das Mädchen verliebt waren. Sollte einer der Geliebten hinter dieser Tat stecken? Oder ist die Pariser Spur die richtige? Oder steckt ganz was anderes dahinter? Das dürft ihr selber lesen. Die Spannung möchte ich euch an der Stelle nicht nehmen. Mir hat das Buch sehr gut gefallen, eine richtig tolle Handlung und auch von der Spannung her sehr gut gemacht. Es ging eigentlich immer recht gemütlich dahin, aber zwischendurch wurde vor allem bei einer spektakulären Schießerei die Spannung doch mal gut angezogen. Das fand ich richtig gut gemacht. Und auch die Auflösung hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte ja schon so einen leisen Verdacht, wer denn der Mörder ist. Aber so die letzten Zusammenhänge waren doch noch ein bisschen überraschend für mich. Alles in allem ein sehr schön geschriebener Krimi. Ich denke, es wird nicht allzu lange dauern, bis ich wieder nach Aquitaine zurückkehre. Denn es gibt noch zwei weitere Bände, glaube ich, aktuell aus der Reihe. Es wird eben nicht lange dauern, bis ich die lese. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Wie gesagt, zusammengefasst ein richtig schöner Frankreich-Krimi, für den es von mir 4 von 5 möglichen Sternen gibt. Denn so das absolute letzte Quäntchen zum Top-Krimi hat mir hier noch gefehlt, war aber sehr nahe dran. Mit dieser Rezension war es das an dieser Stelle und an der Krippe sehen wir uns alle gleich wieder. Bis gleich! So, zum mittlerweile 18. Mal stehen wir jetzt an der Weihnachtskrippe. Und heute ist das Kamel in der Szenerie noch eingezogen. Wir sind jetzt schon im großen Endspurt angekommen. 6 verschlossene Türchen haben wir noch. Und was sich dahinter alles so verbirgt, da lasst euch einfach mal überraschen. Also, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Meier3007.